Da sind wir aber mal wieder mit einer weiteren Folge des Karrieremodus mit Hannover 96. Wir beginnen das Ganze hier mal ein bisschen anders. Die Elgato hat leider zwei Spiele nicht aufgenommen, beziehungsweise ich habe sie aufgenommen, aber ich habe keine Ahnung, wo die gelandet sind. Ja, hier sieht er das halt. Im DFB-Pokal konnten wir 4-2 gegen Berlin gewinnen im Elfmeterschießen. Also das war echt ein langweiliges Spiel, es ging auf beiden Seiten nicht viel und dann im Elfmeterschießen konnten wir uns durchsetzen. Und heute steht das Spiel gegen Hamburg an. Und ja, der große HSV gegen den kleinen HSV kann man ja so sagen. Und ja, ich weiß nicht, also nochmal zum DFB-Pokalspiel. Ich war richtig, richtig enttäuscht. Also es war echt ein maues Spiel. Ich habe nichts hingekriegt und es passt einfach zu der Situation, wie Hannover aktuell in echt spielt. Also es passt gar nichts. Und ungefähr so habe ich auch gespielt. Und ich weiß es nicht, ich krieg's einfach immer noch nicht geschissen und es regt mich einfach nur auf. Und ja, ich habe jetzt halt ein bisschen umrotiert mal wieder. Benchoff spielt, Karaman spielt, Prip spielt, Saar spielt, Sorg spielt auch noch. Also ich weiß nicht, was ich da gemacht habe gegen den HSV, aber ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir wollen uns das erstmal anschauen, wie das Ganze ablief. Und noch steht ja 0-0 und eine Viertelstunde gespielt und wir versuchen halt immerhin erstmal Richtung Tor zu kommen über Kiyotake. Kiyotake letztes Mal mit dem kranken Freistoß. Naja, krank, so krank war er auch nicht, ein normaler halt. Und Sané hier mit der ersten Chance, aber naja, es war halt ein Schüsschen, ne? Kann man so sagen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der HSV so also macht. Der große HSV. Und ich lasse mich da irgendwie verarschen. Ich gehe da auch nicht rauf und er fällt halt auch schon das 1-0 für den HSV und ich habe keine Ahnung, warum ich da nicht verteidigt habe. Ich wollte nicht grätschen und wenn man dann den Gegner noch berührt, gibt es eh noch einen Elfmeter und ich bin einfach nicht drauf gegangen. Und ja, es war halt ein richtiger Patzer von mir. Das war halt einfach ein Scheißtor. Kann man so sagen, es war einfach ein Scheißtor und wir wollen natürlich jetzt noch vor der Halbzeit ein Zeichen setzen, dass wir nicht mit einem Rückstand in die Halbzeit gehen wollen. Und Benchop kann es ja, ich weiß nicht, wie Benchop das gemacht hat. Benchop setzt sich da einfach durch, geht da auch so durch, lalalala, und zieht ab und macht das Tor. Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Da ging kein einziger Hamburger drauf und ob die schon mit den Gedanken in der Halbzeit waren, ich habe keine Ahnung. Aber ey, so durchzurennen, das geht doch gar nicht, ey. Und ja, das wichtige 1-1 natürlich. Und wir sind jetzt schon in der 75. Minute. Dann sehen wir mal unser Spielchen hier. Zack, schön durchgesetzt. Und dann bin schon ein bisschen zu spät. Und so sah es halt die ganze Zeit aus. Und ja, schon die 87. Minute, da seht ihr das schon. So viel war jetzt hier nicht los, aber hier nochmal Traoré mit der dicken Chance. Normalerweise macht er den, aber es passt einfach alles zusammen. Er macht ihn nicht und ja, wir wollen natürlich irgendwie 3 Punkte holen. Felix Klaus habe ich auch noch eingewechselt. Der wird dort erstmal umgesetzt. Also das Gelb kann man geben. Also Gelb war schon in Ordnung und jetzt seht ihr auch schon die Halb, also ja, die Nachspielzeit ist schon vorbei und dann mache ich noch so eine Scheiße da. Das war einfach zum Kotzen, ey. Also, ich habe keine Ahnung. Naja, wenn euch das Spiel gefallen hat, dann, oder das Video, dann lasst doch einen Daumen da und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Also bis dann, ja.